Weißt du, wer es in letzter Zeit wirklich nicht einfach hat? Winnie the Pooh. Die letzte Zeit war für unseren kleinen süßen Bären wirklich hart. Als erstes ist 2022 die Public Domain ausgelaufen. Das heißt einfach, dass die ersten Werke von Winnie the Pooh nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind. Und genau deswegen haben wir sowas bekommen. Und als wäre das nicht genug für unseren kleinen Bären. Es hört einfach nicht auf. Oh my God, what is that? Wir spielen heute Honey Time mit Winnie Pooh. Ja, das ist definitiv Winnie Pooh auf Steroiden. Und bei den roten Augen hat er wahrscheinlich auch noch Tollwut. Ich bin gespannt. Was für eine Art von Menü ist das hier? Egal, wir schauen rein. Drücke Tab, um deine Items anzugucken. Toll, am Anfang habe ich logischerweise noch keine Items. Ich bin jetzt einfach irgendwo im Wald gestrandet und ich denke, ich laufe einfach geradeaus. Ich weiß nicht, was für eine Art von Spiel das hier ist. Es könnte sein, dass der hässliche Bär aus jeder Ecke kommt. Können wir die Laterne mitnehmen? Wäre auch zu gut gewesen, oder? Gut, dann laufe ich halt weiter. Irgendwie war der Sound gerade komisch. Ein schwarzer Mann abends alleine im Wald. Ich kann mir Schöneres vorstellen. Also für Winnie the Pooh. Nicht für mich. Mir geht's gut. Oh, wir haben eine Sprintleiste. Das ist nie gut. Ich frage mich, was der fette Itemslot da auf der rechten Seite für uns zu heißen hat. Und ist er das? Steht er da einfach rum? Ey, Winnie, alles gut bei dir? Hast du dich vielleicht verlaufen oder so? Ach nee, du wohnst ja im Wald. Es ist auch geil, wie die Hintergrund-Audiospur einfach immer endet und dann neu abgespielt wird. Hört ihr? Jetzt wird's leiser. Und jetzt wird sie neu abgespielt. Daran erkennst du, dass dein Spiel billig gemacht wurde. Aber hey, wir lassen uns davon nicht beeinflussen. Tut der irgendwas, wenn ich in seine Nähe komme? Bitte gib mir keinen Jumpscare oder so. Hallo, alter Freund. Hey, Pooh. Ich habe deine Nachricht bekommen. Du hast ein bisschen mehr Rot an dir, als ich dachte. Das ist mein neuer Honig. Den du essen wirst. Gibt es irgendeinen Grund, wieso er rot ist? Ist da irgendein Problem? Wie auch immer. Komm hierher. Jo, wieso ist der so schwer? Warst du mal bei Weight Watchers? Die Erde bebt, wenn du läufst, verdammt! Oh mein Gott, gut trainierter Rücken. Aber... Oh, wir haben die ganze Zeit eine Nachricht gehabt. Mein lieber Freund, ich warte heute auf dich unter den Sternen. Ich habe wundervollen neuen Honig gemacht. Er ist lecker. Ich wünschte, du würdest ihn probieren. Bitte besuch deinen süßen Bären für eine noch süßere Zeit. Puh. Oh, und er meinte, das Rote über ihm drüber ist der neue Honig? Ich bin kein Vollidiot. Das ist Blut! Alter, du solltest dich vielleicht mal um deine Füße kümmern. Wie viele Zehen hast du? 1, 2, 3, 4, 5. Scheint normal zu sein. Nur, dass der eine so klein ist, ich weiß nicht. Vielleicht solltest du mal... Ich sag gar nichts. Du siehst nämlich aus wie ein verdammtes Monster. Oh, das scheint der Honig zu sein. Können wir uns hier noch ein bisschen umgucken oder müssen wir gleich mit ihm reden? Er hat Gartenzeug, eine Axt. Anscheinend ist er fleißig. Schubschuladen. Nice. Wir können sein Haus durchsuchen und das vor seinen Augen. Eine Axt mit Honig. Und was genau ist unsere... Ah! Tut mir leid, du siehst einfach grässlich aus. Was genau ist unsere Aufgabe? Sollen wir uns jetzt hier hinsetzen und... Es ist mein neues Rezept. Ess es. Ich würde gerne wissen, warum der Honig rot ist. Sind es Strawberries? Du weißt, ich hasse Strawberries. Wie auch immer. Gut, ich mache mehr Honig. Soll ich den jetzt wirklich essen? Er ist gerade nicht im Haus. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um den Honig einfach wegzuschütten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Honig ist. Kann ich irgendwann... Okay, wie auch immer. Wir haben ihn gegessen. Puhs Honig. Ist etwas von Puhs Honig. Ich wollte schon immer mal was von Puhs Honig essen. Ich brauche irgendwie eine friedlichere Stimme. Ich kann dich riechen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wohin gehst du? Ich möchte nur meine Beine stretchen. Oh, das ist fair. Es wäre schlimm, würden sie einschlafen. Los, hol meinen Hammer und meinen Eimer. Versuche, seine Werkzeuge zu nehmen, während er nicht guckt. Was meinst du mit, während er nicht guckt? Er ist doch gerade nicht im Haus drin. Ich soll die Notes holen und seine Werkzeuge... Okay, er beobachtet mich. Geht er da auch nochmal weg oder bleibt er die ganze Zeit da? Ah, er geht da weg. Und da ist eine Note. Kann ich die mitnehmen? Oh ja, ich kann die Welt mitnehmen. Ich glaube, so funktioniert das auch. Wir müssen einfach die Sachen aufnehmen. Das hat gerade rot geleuchtet. Während er uns gerade nicht anguckt. Was stand denn auf der Note drauf? Kann ich mir das nochmal... Ah!
mein Freund! Wenn du mir nicht vertraust, dann bleib doch einfach im Haus drinne! Ich meine, du vertraust mir zu Recht nicht, weil ich klaue verdammt viel Stuff! Hier zum Beispiel, diese Nachricht habe ich auch geklaut! Und ein... Oh. Okay, okay, alles gut, alles gut, alles gut, mein Freund. Ich tue gar nichts. Ist das ein Werkzeug, das ich mitnehmen kann? Nee, kann ich nicht. Was braucht... Oh, ein Eimer. Den brauchen wir. Sehr nice. Was steht denn auf den Nachrichten drauf? Die sind auf jeden Fall in einer gewissen Reihenfolge. 0, 2, 3. Mir fehlt eins. Plus mir fehlt noch ein weiteres Werkzeug. Ich frage mich, was passiert. Oh, warte mal, hier ist es. Wenn ich etwas nehme, während er uns anguckt. Aber es möchte ich gerade ehrlich gesagt... der Hammer. Sehr nice. Das möchte ich ehrlich gesagt gerade nicht rausfinden. Okay, wir haben alle Nachrichten, ne? Er ist hinter mir, oder? Nein, er ist nicht hinter mir. Ich würde ihn mir gerne mal durch... Oh mein Gott. Ich würde ihn mir gerne mal durchlesen. Eine Sekunde. Gib mir meine Zeit. Puh schickte mich los, um Wasser aus dem Fluss zu holen. Aber ich nahm den falschen Weg und landete an einem Brunnen. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Also ging ich hin und fragte Puh, ob er sein Wasser immer aus dem Fluss holt. Puh sagte, das Wasser sei für mich, nicht für den Honig, und ging auf mich zu. Seltsam. Ich fragte mich, warum ich plötzlich meine Beine nicht mehr spüren kann. Oh, da sind sie ja. Oh je. Ich glaube, ich sterbe. Okay. Hat Puh von jemandem die Beine abgeschnitten? Kann es sein, dass diese Notizen von seinen Freunden sind? Esel oder so? Notiz 2. Ich weiß nicht, wer das finden wird, aber Puh benimmt sich seltsam. Ich mag es nicht, wie er mich ansieht. Also habe ich ihn geschlagen und er hat zurückgeschlagen. Die absolute Frechheit. Wir haben gekämpft, aber ich meine, er ist ein Bär. Ich musste weglaufen. Ich wollte die Straße zurücknehmen, aber er zeltete wie ein kleiner Scheißer. Ich fand einen trockenen Brunnen und grub einen Tunnel bis nach Honeyville. Ich schlich mich zurück zu seinem Haus und hinterließ diesen Zettel. Für alle anderen Freunde, die diesen verrückten Bären entkommen wollen. Das ist eine mutige Aktion. Es wird immer wieder ein Brunnen beschrieben, also müssen wir einen Brunnen finden. 3. Puh hat mich heute für Abend zum Essen eingeladen, aber ich habe das Essen noch nicht gesehen. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm helfen könnte, ein Schwein zu jagen, wie das, mit dem wir früher zusammen waren. Das eine Schwein war doch sein Freund. Er hat mir den Hals umgedreht und gesagt, ich solle nicht so über Christopher reden. Also habe ich meinen Lieblingshonigstab in seinem Zimmer versteckt. Das Zimmer, in dem du das hier liest. Und das, bevor ich starb. Er ist ein dummer Bär. Er wird es nicht merken. Scheiß auf den Kerl. Sein Honig war sowieso nicht gut. Okay. Das Einzige... Er macht mir immer mehr Angst, um ehrlich zu sein. Was sollen wir denn jetzt tun? Habe ich nicht alle seine Werkzeuge? Wir haben auf jeden Fall verschiedene Items. Und ich glaube, mehr als 3 Notizen haben wir nicht. Kann ich nicht einfach rausgehen? Oh, was? Yo! Ich habe nicht gelesen, was er da gesagt hat. Wohin gehst du? Oh, ich gehe nur. Oh. Das ist übel für dich. Oh Gott, kann ich einfach... Ich laufe. Oh Gott, ich hab Angst. Meine Sprintleiste hält auch nicht ewig. Was soll ich denn da tun? Ja. Du weißt, du bist kein schlechter Freund. Ich bin mir sicher, du hast nur Angst. Neue Dinge machen einen Angst. Du musst es nicht verstehen, aber sie schmecken lecker. Ich meine den roten Honig. Es ist, als ob man Sushi isst. Du bist nur verwirrt. Es ist ein neuer Geschmack. Du musst es dich nur dran gewöhnen. Ess ein paar bisschen davon. Es hat mich einige Zeit gekostet, ihn zu machen. Da sind keine Bienen drin. Alles, was du tun sollst, ist drinnen zu bleiben. Aber weißt du was? Vielleicht bist du ein schlechter Freund. Gute Freunde essen einander Honig. Gute Freunde opfern sich für andere. Was? Nun bist du ein guter... Yo, du verdammter Psychopath. In der Hinsicht bin ich kein guter Freund. Bist du ein guter Freund? Wir müssen hier rausfinden. Okay, ich verstehe. Womit denn? Wie kommen wir... Oh, hier ist eine Säge. Hier ist eine Säge. Komm, kann ich das aufsägen? Komm. Let's go. Oh. Das war zu spät. Wir dürfen nicht zu laut sein. Ich verstehe. Ah, okay. Wir haben so eine Lautstärkenleiste. Komm schon. Aber wir müssen uns trotzdem beeilen. Komm schon. Mach das Ding auf. Das dauert zu lang. Let's go. Ich muss hier weg. Der Typ ist verdammt nochmal irre. Ich habe gerade meine Chance. Ich weiß nicht, ob er mich verfolgt. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Aber ich werde mich nicht umdrehen. Ich laufe jetzt einfach geradeaus. Ich muss zu irgendeinem Brunnen kommen. So wie ich es verstanden habe. Oh Gott. Hier ist eine unsichtbare Wand. Oh ja.
Oh nein, er ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg, er ist auf dem Weg. Es macht keinen Sinn. Wo soll denn das sein? Das werde ich nicht schaffen. Mist. Oh, warte mal, hier ist ein anderer Weg. Hä? Wohin führt der? Das fühlt sich nicht richtig an. Mist. Es war nicht richtig. Es war nicht richtig. Hier war das eine. Ich probiere jetzt einfach alles Mögliche aus. Überall, wo... Hier ist auch ein Weg, hier ist auch ein Weg, hier ist auch ein Weg. Komm, 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 komm. Ja, wohin geht's hier? Eine Sackgasse? Oh, warte, wir haben den Kabel. Ja, da ist der Brunnen. Ich sehe ihn. Wie sollen wir das machen? Oh, wir haben die ganzen Sachen. Mit dem Seil. Komm, nein, da kommt Puh. Da kommt Puh. Da! Du bist tot. Kommen Sie zum Brunnen und nehmen Sie den richtigen... Gratulation. Du bist entkommen. Ich höre auch die Schritte, wie ich durch den Brunnen laufe. Wir sind entkommen. Wir haben den Scare abbekommen, aber wir sind trotzdem entkommen, last second. Okay, dafür, dass es so ein Trash-Game war, ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Es hat recht viel Spaß gemacht. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was Winnie the Pooh in nächster Zeit noch so zu bieten hat. Natürlich sind die Hauptrechte immer noch bei Disney. Nur die ersten Werke sind halt copyright-free. Die ersten Werke oder nur das allererste? Ich bin mir nicht sicher. Also die Charakterrechte sind immer noch bei Disney. Ich bin trotzdem gespannt, was in Zukunft auf uns zukommen wird. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute. Ich bin weiter, wenn ihr die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye.